Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben noch 7 Spiele. Firmino, was kostet denn der? Ich habe ihn für 147.000 gekauft. Ich weiß, dass der jetzt deutlich billiger ist, meiner. Ich will nur wissen, was der andere kostet. 109, 102, okay. Also um die 100.000. Was wird denn der andere kosten? 180.000 wahrscheinlich? Ich meine, da muss ich 80.000 aufbringen. Ich muss mal schauen. Ich würde mir halt gerne kaufen, bevor er aus den Packs raus ist, weil dann wird er logischerweise viel teurer. Ich muss natürlich auch Spezial eingeben. 175. Was? Nur so wenig? Also in Anführungsstrichen nur so wenig teurer? Das ist ja geil. Also ich bekomme ihn für 100.000 los und muss nicht mehr als 175 ausgeben, oder was? Das kriege ich bestimmt hin. Ich habe noch ein, zwei Spieler, die ich verkaufen kann im Verein. Also ich mache mir nicht jetzt den Stress, logischerweise. Das mache ich dann für die nächste Weekend League, aber halt bevor er aus den Packs raus ist, weil dann steigt er wahrscheinlich recht schnell. 174, ja, 175 ungefähr. Sehr geil. Das heißt, ich muss 75.000 aufkramen. Ich habe 25.000 noch drin. Also brauche ich noch ungefähr 50.000. Ja, das bekomme ich auf jeden Fall hin. Da habe ich genügend Spieler, um mir 50.000 zu bekommen. Wenn natürlich jetzt dann ein teurer Spieler im nächsten Team der Woche ist, dann, naja, werde ich mir den wahrscheinlich nicht holen können. Ich meine, ich bekomme, wenn ich jetzt Gold 2, wenn ich jetzt Gold 2 werde, bekomme ich zwar auch noch mal ein paar Coins, ich glaube 35.000, ne? Oder waren es 30.000? Ja, 30.000, ich glaube Gold 1 ist 35.000. Ich gebe ihm jetzt dementsprechend auch erstmal nur kleine Verträge. Wie viele Spiele haben wir noch? 7. Boah, so viele Bronzeverträge haben wir mittlerweile schon wieder. Also gebe ich ihm erstmal 5, das reicht. Naja, eigentlich reicht noch 4. Okay, das ist doch schon mal ganz geil. Da haben wir dann in der nächsten Weekend League einen noch besseren Firmino. Aber den werde ich dann nicht mit Hunter spielen. Den habe ich ja hier nur mit Hunter gespielt, weil ich ihn so gekauft habe und ich ihn dann mal testen wollte. Und er hat ganz gut funktioniert. Gutes Team. Ich gehe mal davon aus, dass ich das verlieren werde. Vor allem auf die Abwehr achten. Ich werde ihn dann mit Hawk spielen. Ich finde, Hawk passt noch besser zu ihm, weil er dann einfach noch körperlich 5 Physis-Punkte bekommt, also für Körperstärke. Bisschen mehr Sprungkraft oder ein bisschen kopfballgefährlicher, das ist immer gut. Das ist immer so ein kleiner Bonus. Und er bekommt bei, ich glaube, Hunter nur plus 5 auf Distanzschuss und bei Hawk bekommt er, glaube ich, plus 10. Und die nächste Info, die wir dann haben werden, die hat ja eh dann schon super krasse Abschlusswerte. Von daher glaube ich, dass Hawk auf jeden Fall besser ist als Hunter. Weil so viel Pace brauche ich auch nicht. Die Pace von Hawk reicht ja komplett. Er ist ja dann auch so wieder ein Tick schneller. Ich glaube, da hat dann statt der 86er Inform Roberto Firmino hat, glaube ich, 82 schon auf Pace. Also es ist schon gar nicht so schlecht. Jetzt aber konzentrieren, Abwehr. Schön von Tolisso. Und die hat er sich leider genau im richtigen Moment hingestellt. Ich habe halt gedacht, dass er das nicht sieht. Das ist kein gutes Zeichen, wenn er sowas sieht. Kann man froh sein, dass es kein Foul war. Ich würde fast sogar sagen, es war ein Foul. Man hätte nämlich hier Elfmeter geben müssen. Eher einer von der abwartenden Sorte, nicht ganz so schnell und aggro. Krass gehalten von Ederson. Ist auch ein brasilianischer Torhüter, aber ich finde Neto viel besser als Ederson. Ederson hat halt einfach nur einen krasseren Abschlag, also Abschlag? Also besseres Kicking. Keine Ahnung, ich glaube, wer steht denn da drauf auf Deutsch? Abschlag? Ich weiß gar nicht. Schöner Ball.
Wollte ich eigentlich auf Werner passen. Schade. Aber auch ein sehr schwerer Schuss. Den hat man eigentlich schon. Zum Glück war das Abseits, weil William war ziemlich frei. Wenn der den Ball bekommen hätte, ohne dass es Abseits gewesen wäre, wäre eklig gewesen. Oh Mann, wie hat er denn das geahnt, dass ich da jetzt hinlaufe? Glücklicherweise ging es schief. Also, von seiner Sicht aus. Das ist ein bisschen aggressiver, jetzt rennt er ein bisschen mehr. Ich hatte gemerkt, dass dieses komplett Abwarten noch nicht so funktioniert. Das war ein richtiger Scheißpass von Tolisso. Interessante Idee. Jetzt pfeift er noch Abseits, wenn der Schiri schon in, wenn der Torhüter schon sicher den Ball in der Hand hatte. Okay, wenn du mir es kurz erlaubst, dann mache ich kurz, danke. Ist am wenigsten Risiko, dass irgendwas schief geht. War schon Abseits, schade. Hat trotzdem gefährlich gespielt, also ganz gut. Schade, schade, schade. Und, oh, den habe ich reingehen sehen. Krass. Man macht ein richtig gutes Spiel bis jetzt, der Ederson. Haben wir nicht komplett reingekrätscht in den Pass? Stehe ich nicht. Krass. Ich verteidige immer zu hektisch in solchen Situationen. Das nervt ein bisschen. War so klar, dass er das macht. Das hat gar nichts gebracht, glücklicherweise. Schwieriges Spiel, guter Gegner. Ich denke, das werde ich verlieren. Schön abgefangen mit Arangis. Fuck. Ja, mal ein bisschen Glück. Pass, aber ich glaube, den hat er nicht selber so schwach gemacht, sondern er hat einfach der ausführende
Passgeber so schlecht gespielt. Ich denke, wir haben leichte Vorteile gehabt, aber geht mir trotzdem sehr gut und naja, schauen wir mal. The Raccoons. 55% für uns. Nur 81% Passsicherheit oder Passgenauigkeit beim Gegner. Aber wenn man mehr Risikopässe spielt als ich, dann hat man natürlich auch eine geringere Passgenauigkeit. Tea Time bei ihm, wie es aussieht. Das war mein Fehler. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, ist es leider meine Schuld. Glück gehabt. Immer in die Ecke. Ach du Scheiße! Toll, meine Spieler haben sich durch Gegner über den Haufen gerannt. Glück gehabt. Nein, 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 nicht so eine Pace-Scheiße. Danke. Natürlich genau im richtigen Moment gespielt, der Pass. Mach's gut. Keine Ecke! Oh, ich dachte, da wäre jemand dran gewesen. Nein! Oh, ich wollte eigentlich Pause drücken in dem Moment. Naja, wechseln wir zumindest das Belly aus. In dem Moment, wo er abgeschlagen hat und nicht wo er abschlägt. Damit bei der nächsten Unterbrechung dann die Pause genommen wird. Naja, hätte ich auch eine Sekunde später machen können. War eigentlich zu knapp einfach. Wobei, hat trotzdem geklappt. Sehr gut. Wird jetzt trotzdem erst beim nächsten Mal eingewechselt. Also wenn die nächste Unterbrechung kommt. Okay, das war interessant. Oh, jetzt da brauchst du nicht mehr erklären, wenn du das mit der Brust annimmst.
hat man quasi sicher den Ball. Nice. Es läuft gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Verlieren so viele Bälle gerade. Was ist denn los? Ist die Fitness oder was? Immerhin eine Ecke. Eigentlich gar nicht so schlau, jetzt Urigi rauszunehmen, weil er Kopfballstark ist, aber egal. Null-Null. Ich denke, wir werden es verlieren, aber immerhin haben wir ziemlich lange das 0-0 gehalten und haben uns auch ein paar Chancen rausgespielt. Und gerade in der ersten Hälfte waren wir auch mehr am Drücker, aber in der zweiten Hälfte, großteils zumindest, war er der Bessere. Ja, es ist ein Elfmeter. Ich wollte keinen Elfmeter machen, aber er hätte eh ein Tor geschossen, von daher ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ist eigentlich auch rot. Wie es ja noch nicht mal gelb geben kann, ist unglaublich. Das ist eindeutig rot, wenn es hier einen Elfmeter gibt. Naja, dann verlieren wir halt wegen dem Elfmeter. Scheiß drauf. War halt wieder im perfekten Moment gepasst, muss man einfach zugeben. Sehr geil gehalten. Aber auch schwach geschossen. Also nicht straf jetzt. Wenn ich natürlich in die andere Ecke springe, ist er trotzdem drin. Es wäre jetzt bitter gewesen, wenn wir jetzt den Elfmeter halten und danach direkt das Tor fressen. Mittlerweile einfach zu viele Bälle. Wir schaffen es halt nie, Alter. Wir sind genau dran am Ballführer und wir bersten halt einfach. Und er, sobald er an uns dran ist, hat er eigentlich den Ball. War auch wieder nicht so geplant. Das regt mich gerade auf. Schon wieder. Wir waren mit Sokrates dran. Wir haben es nicht geschafft, irgendwie den Ball zu bekommen. Wir mussten die Ecke provozieren. Fuck. Na klar. Es unglaublich. Wir müssen doch auch mal die Zweikämpfe gewinnen. In der 90. Was geht ab, Jungs? Krasser Konter. Bums aus Nikolaus. So spiele ich Fußball. Nice! Das habe ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, wir verlieren. Und ich habe jetzt schon auf eine lange, schwierige Verlängerungsphase eingestellt. Ist, denke ich, nicht verdient. Dieser Sieg definitiv nicht. Aber geil. Ich meine, er hat einen Elfmeter verschossen. Was soll ich machen? Ich meine Schuld. Sehr krass. Letzte Aktion war sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh Gott, jetzt brauchen wir noch einen Sieg für Gold 2. Come on. Vorlagen Elionussi, okay. Sag ja, Elionussi auf jeden Fall besser als Promis. So, noch
Sechs Spiele. Dann sag mal, Brasilien wieder dran. Steht denn eigentlich unser Firmino? Ich meine, auch bei ihm müssten wir eigentlich Spiele abziehen, aber macht mehr Scorerpunkte als Spiele. Aber jetzt nicht so viel. Aber ich habe auch oft Scheiße jetzt gespielt. Ich meine, jetzt ist eh gerade so eine Phase, wo ich echt viel Kacke gebaut habe. Von daher kann ich da jetzt nicht hundertprozentig nach den Scorerwerten gehen. Zumal, also ich müsste einige Spiele einfach abziehen. Und abgesehen davon, es gibt einfach keine Alternative. Also es ist definitiv der beste Stürmer, den es gibt als Brasilianer momentan in FIFA 18. Soll in Zukunft immer versuchen, ganz schnell anzuspielen. Da hat man zumindest eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner das vielleicht nicht rechtzeitig schafft, Pause zu drücken und erst mal mit seiner falschen Formation spielen muss, so als Strafe, dass ich jedes Mal diese scheiß Pause habe am Anfang. 4-1-2, 1-2 mit Son und Martial im Sturm, Dembele als ZOM, das ist, ach, Dembele ist, also in letzter Zeit ist Dembele echt der, der am meisten rumnervt, muss ich zugeben. Mehr als Mbappé oder Jesus und ich werde jetzt versuchen, mich wieder auf die Abwehr zu konzentrieren, aber ich denke, ich werde das verlieren. Demütig rangehen und wie gesagt, dieser Dembele, sobald der irgendwie mit drin rum vorwerkt, habe ich irgendwie Probleme. Macht immer den Schlüsseltor auf jeden Fall. Das will ich von meinen Verteidigern. Dass da auch einfach mal der Körper eingesetzt wird und dann so ein körperlich viel stärkerer Verteidiger dadurch auch den Ball gewinnt, wie sie es gehört. Scheiße, das habe ich gemerkt, aber gesehen, dass es nicht werden kann. Hab's dann leider trotzdem gespielt. Abseits. Getunnelt. Nice luck. Nice luck. Nice, 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 nice luck. War es Dembele mal wieder? Es war Dembele, ne? Ja, wer sonst? War klar. Schön getunnelt beim Pass. Davor schon mal Glück gehabt. Okay, ich wusste ja, dass ich das Spiel verliere. Von daher ist es keine Überraschung. Den habe ich reingehen sehen, schade. Also Ball. Oh, Pacehorn. Es kann doch nicht sein, dass das funktioniert, ey. FIFA 13 Style. Da war er nicht mal ansatzweise auf meiner Höhe und trotzdem überrennt er mich einfach.
Krass, dass der Pass funktioniert. Oh, Casemiro kann ich direkt abbrechen. Was? Das war doch Ball gespielt. Außennetz, scheiße. Aber gut gespielt, auch die Schussteilnummer kam gut. Oh, so knapp, so schlecht. Scheiße. Aber wir spielen ganz gut. Wir haben, ich sehe hier Chancen. Ja, es kapiert nicht wieder machen. Ich bin böse gewesen. Waren wir zuletzt dran? Okay. Auch den Ball habe ich gedacht, er könnte reingehen. Schade. Na egal, wir haben Chancen, wir kämpfen, bleiben dran. Vielleicht drehen wir es ja doch. Ich denke, wir werden verlieren, aber mal schauen. Komm schon. Darf halt nicht das zweite Tor schießen, dann wird es so schwer, dann kann ich fast schon abbrechen. Also je nachdem, welche Uhrzeit es dann ist, also wie viel Zeit wir noch haben. Aber es ist dann auch einfach so demotivierend. Sehr gut. Oh nein, das sollte eigentlich wegrollen, aber okay, so geht's auch. Oh, fick dich. Man kann natürlich wieder eine Schusstäuschung machen. Was für ein Winkel, ey. Naja, aber jetzt habe ich leider noch Zeit für zwei Tore, deswegen werde ich nicht abbrechen. Ich werde mal ein 4-1-2-1 probieren. Aber egal, ich wusste ja, dass ich gegen ihn verliere.
Das ist halt auch wieder so ein Spiel. Es ist halt nicht, das spielt nicht wirklich besser. Das ist einfach, wie ich halt im letzten Spiel. Der hat einfach hier das Abschlussglück, das Matchglück auf seiner Seite und. Das ist der Grund, warum er jetzt hier 2-0 führt. Ganz einfach. Gedoppelt und er schafft es trotzdem irgendwie. Kann mal einer dieser Schüsse, die aussehen, als würden sie reingehen, reingehen? Ist es der dritte oder vierte? Fällt mir ein, wir hatten noch gar keinen Disconnect. Also jetzt nicht von unserer Seite aus, sondern halt Spielunterbrechung. Wo ich das Gefühl hatte, dass der Gegner nicht mit Absicht abgebrochen hat. Ich meine, wir hatten schon ein paar Rage Quits, die haben wir gemerkt, aber. Unbeabsichtigte habe ich jetzt noch nicht feststellen können. Also wo es einfach total merkwürdig im Spiel abbricht. Alu, was sonst? Darf halt nicht reingehen. Wir haben auch wieder so viel Alu-Blech, wie ich finde. Oh, so ein Lacker, ey! Toll. Ah, ist aber nichts mehr. Verstehe nicht, warum der Spieler nicht dasteht, wenn ich diese Taste dafür drücke. Ach gut, jetzt kommt auch keiner mehr. Ach, ja, doch, jetzt kommt einer. Schade.
Naja, egal, ich wusste es. Und damit haben wir auch die theoretische Chance, Elite 3 zu werden, verspielt, aber da hab ich eh nicht gerechnet. Gold 2 wäre schon mal ganz cool. Dreckspass. Naja, ist ziemlich spät. Ich glaube, das wird nichts mehr. Weil da geht es wahrscheinlich auf Zeit. Ich würde es auch so machen. Quasi angeschossen würden für Firmino. Also ich glaube, der hat gar nicht richtig reagiert. Denke, er wird jetzt auf Zeit gehen. Ich würde es halt auch so machen. Krass wäre, wenn er jetzt auf Fünferkette gehen würde. Das wäre krank. Ich hatte, glaube ich, bisher einen einzigen in FIFA 18, der auf Fünferkette gewechselt hat. Okay, Sterling Goretzka. Krass, wir haben es echt geschafft, innerhalb von ein paar Minuten das Ding hier nochmal auf Unentschieden zu schieben. Was ist denn hier passiert? Schön mit Neymar, war auch geil gespielt, aber krass. Hätte ich nicht gedacht. Nicht mal ansatzweise. Innerhalb von ein paar Minuten, wir haben sogar noch Zeit, das Spiel zu drehen. Nice. Aber ich bereite mich auf eine Verlängerung vor, wahrscheinlich mit Elfmeterschießen. Sei denn, er macht zu. Oh, krass. Fick dich. Was für ein Lacker, ey. Jetzt geht auf Zeit. Fuck, ach, das ist bitter, das ist bitter. Wenn ich einfach dieses beschissene 2-1 gehabt hätte, okay, aber das war 3-2 jetzt spielen, das ist echt beschissen. So ein Scheißlacker, ey. Bis zum nächsten Mal.